Hallo, schön, dass ihr wieder bei Bastel.tv reinschaut. Ich möchte euch heute den Antiklack vorstellen. Und zwar macht der Antiklack ganz besonders schöne Risse. Ich zeige das mal hier. Jetzt kann man das gut erkennen. Da ist eine dunkle Farbe mit Chalky unten drunter. Dann kommt der Antiklack drüber und zum Schluss die helle Farbe von Chalky nochmal oben drauf. Oder die helle Farbe unten drunter. Dann der Antiklack und die dunkle Farbe oben drüber, je nachdem, wie man die Optik mag. Und wie das Ganze geht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar habe ich hier ein, das war vorher so ein Holzherz, das habe ich einmal ganz normal mit Chalky in der Farbe Umbra gestrichen und gebe jetzt brauche ich einen Pinsel, den Antiklack drauf. Ich möchte hinterher auch noch, genau, ich habe mir das so gedacht, ich mache hinterher noch ein Stückchen Serviette drauf mit der Serviettentechnik und dann soll das hier oben so schön gerissen sein, da unten noch ein bisschen. Deswegen gebe ich jetzt einmal hier den Antiklack drauf, verstreiche das ein wenig und lasse das trocknen. Jetzt habe ich schon so viel genommen hier, aber das passt schon, ich verstreiche jetzt. So, da unten wollte ich es noch ein bisschen gerissen haben. So, jetzt lasse ich das Ganze antrocknen und je nachdem, wie dick es ist, man sieht ja auch, wenn es ein bisschen getrocknet ist, kommt dann hinterher das Chalky drüber, damit es reißen kann. Jetzt lassen wir es erstmal einen Moment trocknen. So, getrocknet ist es jetzt und jetzt kommt die Kreidefarbe Chalky drauf. Einmal gut durchschütteln das Ganze oder aufrühren. Die wird jetzt gleichmäßig drüber gezogen und dann sieht man auch, wie schnell das geht mit dem Reißen. So, die Chalky-Farbe wird mit einem flachen Pinsel einmal aufgetragen. So. Und das ist also wirklich, geht super schnell, dass das anfängt zu reißen. Moment, ich halte es gleich in die Kamera. So, diese Farbe hier reingekommen, das macht aber nichts. Und ich lasse das Ganze jetzt mal stehen, mache natürlich mein Chalky erstmal zu und der Pinsel kommt ins Wasser. Und jetzt lasse ich das hier mal stehen, ich lege da mal was drunter, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze reißt. Schon Wahnsinn, wie schnell das Ganze hier reißt und fertig ist. Also man kann wirklich dabei zugucken, wie sich diese Risse so bilden. Und hier sieht man auch, in diesem Teil habe ich es ja ein bisschen dicker drauf gemacht, den Antiklack. Das gibt dann größere Risse und hier so ein bisschen dünner, das ergibt dann kleinere Risse. Und in der Mitte sieht man gut den Unterschied, da habe ich ja gar nichts drauf gemacht. Da ist nur das Chalky. Da möchte ich ja jetzt noch ein Motiv drauf machen. Und zwar nehmt ihr euch, ich habe hier so eine Serviette im Supermarkt gefunden, da reißt ihr euch einfach irgendwo was raus. Ich habe mal hier diesen Vogel genommen und dann nehmt ihr die oberste Lage. Geht am besten, wenn ihr einmal die Finger ein bisschen feucht macht und dann könnt ihr die oberste Lage so runterziehen. So, das kommt hier drauf. Einmal gut durchschütteln. Und jetzt den Serviettentechniklack drüber geben und einfach verstreichen. Der Kleber geht durch die Serviette. Hier mal von innen nach außen arbeiten. Die wälzt sich dann ja auch, aber das kann man dann ganz schnell wieder glatt drücken. So, und dieser Kleber geht jetzt durch die Serviette durch diese dünne oberste Lage und klebt sie gleich auf den Gegenstand fest. Da könnt ihr auch mal eine schöne Schachtel nehmen. Ich klebe das jetzt hier ganz gerne noch einmal so um die Ecken rum. Dann hat man das hier schon gleich fest. Man kann es auch abschneiden. Also das ist je nachdem, wie man das möchte. So.
So, hier noch einmal alles glatt ziehen. So, und jetzt ist es schon fast fertig. Jetzt wird das Ganze trocknen gelassen, denn lackiere ich noch ein zweites Mal über das Motiv, damit das dann auch schön versiegelt ist. Dann mache ich hier noch mal ein Bändchen dran und schon noch einen Knoten hin, Kugel drüber und schon ist mein schöner Anhänger fertig. Ich möchte euch noch ein Beispiel zeigen, und zwar habe ich hier mal so ein Schild gemacht. Das ist mit der gleichen Technik, also dunkles Chalky. Einmal den Antiklack da drüber, hier sieht man die Risse. Hier oben sieht man die ganz schön. Das heißt einmal im Nahen. So, jetzt könnt ihr das ganze Schild gut sehen. Also hier oben sind die Risse. Und dann hinterher ein Motiv drüber gemacht. Dann wird da noch ein Loch durchgemacht auf jeder Seite. Und man kann es aufhängen als Schild, wenn man möchte. Und die Serviettentechnik geht auch ganz toll auf Beton. Also ich habe hier nochmal die gleiche Serviette genommen wie vorhin auf dem Schild. Und habe sie einfach auf ein Betonherz drauf gemacht. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Antiklack und der Serviettentechnik. Wie gesagt, zusammen kombiniert passt das ganz toll zusammen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ihr könnt das Video gerne teilen oder liken oder Kommentare hinterlassen. Wir antworten dann ganz schnell. Und wenn ihr wissen möchtet, wo ihr die Produkte bekommen könnt, guckt einmal hier unter dem Video. Bis dann. Tschüss.